Und dann war ich so dumm, hab Moritz komplett übersehen. Selbst die Kamera hat ihn gesehen, aber ich hab es nicht gecheckt. Das war mal wieder maximal lost. Leute, heute spielen wir Verstecken in dieser riesen XXL-Villa auf Mallorca. Wir haben mal wieder tolle neue Gäste dabei. Man kann wieder diesen geilen 3D-Drucker-Pokal gewinnen. Und ich würde sagen, alle stellen sich einmal vor. Machen wir richtig. Ich bin Zoe. Stinkig. Mein Name ist Tim und ich werde gewinnen. Mein Name ist Levin und mein Vater hat Verstecken gefunden. Ich bin Lea und das reicht doch einfach, oder? Das ist doch ziemlich unangenehm, immer diese Sache. Ja. Ich würde sagen, ihr habt alle 5 Minuten Zeit, euch zu verstecken. Ich würde sagen, es geht direkt los. 3, 2, 1, let's go! So, der Timer ist gestellt. 5 Minuten ab jetzt. Let's go. Okay, pass auf, Freunde. Ich hab den mega Plan. Ich glaube, Johannes weiß nicht mal, dass es das gibt. Also, oh, der geht wieder runter. Nein, jetzt gehen wir wieder zusammen. Nervs, wieso gehst du? Reicht. Geht immer denselben Ort wie ich. So, ihr geklaut immer meine Verstecke heute nicht. Wir gehen jetzt hier erstmal schön raus aus dem Haus. Okay, Freunde, ich habe absolut keine Ahnung, wo ich mich verstecke. Aber ich glaube, so ein richtig smartes Versteck wäre, wenn ich mich einfach irgendwie im Busch oder so verstecke. Tim, du verfolgst mich. Ich gehe in einen sehr guten Platz. Wo gehst du hin? Ich wollte hier hin. Nein, wirklich? Oh nein, ich wollte ihn auch hier hin. Ah, here is it good. Here is it very, very good. Weil auch ein bisschen gruselig ist. Aber ich glaube, da würde er mich safe finden, oder? Warte, hier ist doch die Treppe. Das ist schon sehr auffällig, tatsächlich. Ich habe aber eine gute Idee. Lal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 a. Okay, ich guck mal, hier ist eine Garage. Kann die Garage was? Nein, die Garage kann nichts. Scheiße. Was Johannes, glaube ich, nicht weiß, ist, dass man hier einfach runtergehen kann. Ist das sauber? Ah, oh, guck mal da. Da war er, Digga. Also einfach hier neben dem Pool, ist ein Weg und hier ist einfach eine fette Sauna. Tada! Hier ist einfach eine Sauna. Oh mein Gott, es ist heiß. Das wird eine Challenge werden, hier zu überleben. Oh mein Gott, ich hoffe, er wird nie in die Sauna runterkommen. Ich glaube, das ist richtig gut. Ich glaube, hier soll man eigentlich gar nicht hin, aber das ist gut. Und okay. Ich glaube, ich setze mich einfach hinter so eins. Okay, ich gehe jetzt einfach hier hinter, weil da ist blöd. Wenn er von da kommt. Dann ist Tim doch runter vom Dach gegangen und hat sich im Gebüsch versteckt. Besser ist das hier. Ich bin jetzt genau vor der Villa. Hier ist die Villa. Versteck mich jetzt hier drin. Das ist so richtig dumm, weil er wird mich niemals hier finden. Guckt euch das hier an. Das ist so eine komische Kammer. Das ist einfach unnormal weird hier auch. Ich glaube, das ist die Heizung oder so. Das ist er von außen. Noch 3 Minuten! Oh mein Gott, ich habe keine Ahnung, wo ich mich verstecken soll. Ey, soll ich mich einfach unter das Auto legen? Soll ich mich einfach unter das Auto legen? Ich weiß ja nicht. Oder vielleicht so hinter das Auto. Ey, es ist so ein schlechtes Versteck, wirklich. Ich habe keine Ahnung, wo ich hingehen soll. Wir laufen noch einmal kurz darüber und schauen. Boah, hier kann man rein, Digga. Das ist aber auch da. Du laufst ja nicht. Du gehst hier nicht hin. Du gehst hier nicht hin, mein Bester. Hier kann man rein. Aber es ist ultra creepy. Boah, ich weiß nicht, ich habe echt Angst davor, da reinzugehen. Und es riecht doch so komisch. Okay, ich würde sagen, wir nehmen das Auto. Ich habe Versteck noch einmal geändert. Ich gehe hier ganz hinten hin. Wenn er von da dann kommt, bin ich hier hinter. Weil er dann hier entlang läuft, dann wandere ich einfach auch so ein bisschen rum oder so. Ja, mal sehen. Es ist unnormal ekelhaft hier drin. Der ganze Boden, ich bin barfuß, der Boden ist heute direkt. Es ist so gruselig. Das Gute ist, weil ich von außen nicht sehen kann, hoffe ich. Einfach komplett im Gesicht. Oh mein Gott, Digga, meine Kamera hängt im fucking Busch fest. Noch 2 Minuten! Alter, Freunde, das ist übelst so heiß. Ich muss raus, ich suche ein neues Versteck. Ich habe noch 2 Minuten, habe ich gerade gehört. Jetzt sind es noch 2 Minuten. Ich bin jetzt hier drin, es ist ultra scary. Ich glaube, es wird nicht einfach für Johannes heute, uns hier in dieser riesen Villa zu finden. Digga, ich habe heute dieses fucking Hemd gekauft. Dieses fucking Hemd ist weiß. Johannes, du kaufst mir ein neues Hemd, du Hund. Das Ding ist, Leute, ich habe einfach Platzangst. Ach so, hinter, ich glaub's ja nicht. Was denn? Man sieht's gar nicht. Das ist unnormal krass. Das ist so krass. Man redet mit der Tür. Eine Minute noch, dann komme ich. Ich habe eine Minute, ich muss gehen. Versteck gewechselt. Da waren mir zu viele Leute. Ich schwitze wie ein Schwein. Hier oben. Nein, Lea ist auch hier. Hast du schon mal versucht, in den Whirlpool zu gehen? Nein, ich gehe hier hinter diese Dinge. Ja, ich gehe in den Whirlpool, glaube ich. Hier, geh schnell in den Whirlpool rein. Hier ist ein Whirlpool runter und ich habe die Trick 17. Oh, Lea, kannst du es zumachen dann? Ich glaube, da sterbe ich drin, Digga. Ich glaube, ich sterbe da drin. Okay, was ist noch zu? Mach deinen Kopf weg. Oh mein Gott, das geht nicht, Digga. Warte, warte. Okay, mach zu. So, ist zu. Oh mein Gott, Lea, mach wieder auf, mach wieder auf, mach wieder auf. Ich krieg keine Luft.
zu wenig Luft. Ich habe kein Versteck, Digga. 3, 2, 1, ich komme! Ich hoffe, ihr seid versteckt! Alles ist versteckt und ich werde jetzt anfangen zu suchen. Ich habe gehört, dass Johannes jetzt losgeht. Okay, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt, er kommt. Sieht sehr schlecht aus für mich gerade. Ich muss mich einfach irgendwo verstecken. Ich weiß hier. Vielleicht kommt er jetzt erstes hin, aber ich habe alles versucht. Die Sauna war zu schwitzig. Er stirbt man drin. Es geht gleich. Okay, wo gehe ich als allererstes hin? Ich weiß nicht, wo ich schauen soll. Ich schau mal hier in dem Zimmer von Moritz. Hallo? Hallo? Hier ist niemand, hier ist niemand. Okay, weiter. Okay, Johannes ist jetzt gerade losgelaufen, also fängt jetzt an. Vorne sitzt jetzt Moritz. Mal gucken, wie der dann er sieht. Nee, hier ist auch keiner. Nee, keiner. Auch keiner. Niemand ist hier, oder? Das ist ja auch zu klassisch. Der wird mich als erstes finden. Ich habe das beschissenste Versteck hier oben. Die Tür ist ja offen. Kann hier jemand sein? Hallo, ich bin. Der ist genau hier schon. Als allererstes die Scheiße. Das ist ja unnormal kacke, dass er hier ist. Also, ich habe alle Schränke mal geguckt. Jedenfalls ist hier offen. Ja, den macht jemand? Nein. Das ist so verschlossen aus. Ja, wir gehen mal einmal außen rum. Wo sind die anderen? Ich habe überall geguckt unten. Wo sind die? Auch in den Zimmern? Hab ich schon geguckt überall. In der Garage vielleicht. Hallo? Ist hier jemand? Ja. Hier ist nichts. Hier ist niemand. Hallo? Im Auto, Digga, wäre too smooth. Darf man das? Wenn smart. Ey! Ja! Ich wusste es! Ich wusste es! Unterm Auto, Digga! Funny! In der Sauna können wir gucken, in der Sauna können wir gucken. Was ist unten? Was ist das hier? What the fuck? Nein! Sauna? Das ist jetzt zu leicht. Okay, wir gehen wieder hoch. Wo sind die? Ich hab selber keinen gefunden. Wo sind die? Lass mal hochgehen aufs Dach. Ich hoffe, hier ist jemand. Er kommt doch hier hinter. Boah, ist ja krass hier hinter. Schau mal, hier ist niemand. Ich höre niemanden, ich sehe niemanden. Nein, hier ist keiner gegangen. Er war gerade hier drin und hat mich nicht gesehen und meinte, hier ist niemand. Wo sind die? Hallo? Ist da jemand? Oh, der Whirlpool. Alter, wenn sich hier jemand versteckt hat. Hallo? Ist da jemand? Hallo? Hallo? Was? Niemand? Selbst die Kamera hat Moritz gesehen, aber ich war so beschäftigt mit dem Whirlpool und habe ihn komplett übersehen. Hallo? Hallo? Scheiße! Wo sind die? Bruder, ist der dumm? Bruder, was? Digga, wenn ich im Whirlpool lang wäre, hat er mich einfach gefunden. Okay, ich glaube, er ist weg. Ich kann hier lauter reden. Er hat einfach beim ersten Mal, er war hier gerade drin, hier drin. Und meinte, nein, nein, hier versteckt sich keiner. Hast du ihn mal gesehen? Warum lachst du so? Leute! Hä? Wo sind die? Digga. Hast du wen gesehen? Ja. Wow. Keine Ahnung. Gebüsch vielleicht. Ja! Nein! Da hab ich dich! Noch zwei. Wer holt den Pokal? Lea oder Moritz? Ich bin sehr gespannt. Ich kann es echt nicht glauben, dass ich mit diesem Scheißversteck im Finale bin, Digga. Lea, einer von uns beiden mit Gewinn. Wie komisch. Diesen Kackversteck hier, Digga. Ich habe letztes Mal schon den Pokal gewonnen, aber ich würde es Moritz natürlich auch sehr gönnen. Wer, ich dachte, irgendwer wäre oben auf dem Whirlpool, in dem Whirlpool drin. Ja, war eigentlich auf Licht. Ja, aber war keiner drin. Holt Lea das zweite Mal den Sieg oder Moritz das allererste Mal? Moritz ist immer richtig traurig, dass er immer das allererste rausfliegt. Hier war ich noch nicht. Hä? Ich war oben, ich war überall. Piep! War das? Piep, habe ich gehört. Von oben gehört kam das. Hey, ich war im Whirlpool. Moritz hat einfach Unsichtbarkeitstrank genommen, wie in Minecraft. Ich habe das Gefühl, dass du einfach den Blindtrank genommen hast. Ich schwöre, ich hab's nicht absichtlich gemacht. Komm wieder mal. Also hier habe ich geguckt. Hier habe ich auch geguckt. Moritz! Hier war ich auch schon. Da ist nicht, oder was? Wer? Moritz hat gewonnen! Was? Moritz hat gewonnen! Was? Was? Mit diesem Scheiß Versteck. Ich bin fast ertrunken da drin, Digga. Mit der Gewinner des heutigen Verstecks auf Mallorca Edition, das allererste Mal. Mit dem schlechtesten Versteck. Dein Pokal. Bis zum nächsten Mal und ciao.